Heute für euch im Collector Spot die fünfte und vorletzte Figur und ihr merkt schon, wir kommen dem Ende nahe. Es gibt ja nur noch eine Figur, die Charakter werden in Anführungszeichen wichtiger oder bekannter. Hier haben wir heute Superman und wie der ausschaut im Detail, das zeige ich euch nach meinem kurzen Intro. Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf den Kanal und hier seht ihr in Umkreisen den Superman. Wir gehen auch gleich mal etwas näher an den guten Kerl ran, damit ich euch etwas zeigen kann. So, auch er hier wieder sehr schön gemacht in ja, rot-blau metallic mit seinem Cape. Auch die Falten sehr schön gemacht auf dem Cape. Es ist ein Gummicape, das kann ich gleich sagen, aber es ist sehr flexibel. Da wollen wir mal nichts wegnehmen. Den Facecam kann ich euch natürlich auch zeigen, der ist hier etwas grimmiger, hat hier sein Superman Logo drauf, auch in Metallic, also sieht sehr schön aus, muss man ehrlich sagen. Hier auch die Boots, sehr schön alles im Detail, eigentlich ganz gut gemacht für den Preis der Figuren, wie immer, das muss man dazu bemerken, der Stand, wie immer, bemerke ich auch gleich dazu, gehört nicht zur Figur. Und dann würde ich sagen, kann ich euch ja auch gleich die Bewegungspunkte zeigen, denn ihr habt hier natürlich kein Zubehör dabei. Superman hat nie Zubehör dabei gehabt. Zumindest jetzt nicht figurenmäßig recht viel. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Kopf. Der lässt sich hier natürlich drehen. Nach oben, nach unten geht nichts. Die Arme lassen sich fast komplett drum drehen, werden durch Cape etwas gehindert, aber das ist nicht viel. Dann hat er hier ein einfaches Ellbogengelenk, wie man sieht. Hier, sehr schön. Hat hier einen Swivel am Handgelenk. Dann hat er hier natürlich die Beine. Das Bein geht jetzt sehr weit vor und auch sehr weit zurück. Nach außen geht hier gar nichts, wie immer. Hat hier ein einfaches Kniegelenk, das halbwegs okay funktioniert. An den Enkeln hat er gar kein Gelenk. Dann zeige ich euch hier, das Cape ist ein weicher Gummi, den man auch bewegen kann. Also das geht schon in Ordnung, ist nicht zu starr wie bei manchen anderen Figurenherstellern. Das kann man so nehmen. Stellen wir mal wieder hin. Den Superman, denn diese Collector Spots sind etwas schneller abgehandelt. Aber wie gesagt, ich wollte euch die Figuren zeigen und ich finde sie eigentlich von der Aufmachung hier ganz nett gemacht für den Preis. Und natürlich zum Schluss könnt ihr mir immer gerne eure Meinung zu der Figur oder zu den bisherigen Figuren, wie ihr auch immer wollt, in die Kommentare schreiben. Lasst ein Like auf mein Video da. Wer es noch nicht ist, darf mich gern abonnieren. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Und ich sage danke fürs Zusehen. Tschö, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.